Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fräulein kocht wertvoll aus dem Kochstudio Fränkel in Friedrichshafen. Heute bei uns zu Gast die Häfler-Antwort auf Schwarzenegger Arnecker. Peter Arnecker. Oh, den hast du überlegt, oder? Ha? Gut, richtig. Ja, ja, gut, gell? Seines Zeichens, wie darf ich die nennen, Fitnesstrainer oder wie würdest du die selber bezeichnen? Fitness ist so der große Kurs und eigentlich Personal Trainer, Reha-Trainer, alles mit drin. Okay. Was dazu gehört. Kommen wir noch näher drauf zu sprechen. Ja. Fitness ein Riesenthema. Ja. Absolut. Hat natürlich viel mit Ernährung zu tun. Unser heutiges Gericht Fitness Low Carb. Also das heißt nicht, dass wir während wir kochen da rumhampeln oder Klimmzüge machen, sondern wir kochen was, wo für die Fitness sehr gut ist. Genau. Ja. Also Low Carb. Wir haben zum einen Quinoa. Ganz, ganz hochwertige Geschichte, ja, der höchste Eiweißlieferant überhaupt mit allen neuen essentiellen Aminosäuren. Ganz wichtig, sollten auch Leute essen, die jetzt nicht so viel mit Fitness zu tun haben, weil es einfach wahnsinnig gut ist für den Körper. Mhm. Ja. Also reine Eiweißquelle. Ist kein Getreide, ja, also gehört in die gleiche Richtung wie rote Beete zum Beispiel. Und hat keine Kohlenhydrate. Und hat keine Kohlenhydrate, ja. Genau, darum ist es Low Carb. Und schmeckt natürlich brutal gut. Schmeckt sehr gut. Ja. Also das war ein bisschen zubereitet mit Gemüse natürlich. Du hast da ein bisschen was geschnitten. Kannst von der Petersilienwurzel auch noch was machen. Nimmst einfach das dünnere Stück, schneidest der Länge nach in der Mitte durch und machst es auch so wie die Karotten. Und dann brauchen wir eine schöne Zwiebel. Ja? Dann machen wir uns dann einen schönen Quinoa, richtig lecker, den wir dann hinterher noch mit einem ganz hochwertigen Öl verfeinern werden. Und du bist ja ein gelernter Fleischer, kommst aus einer Metzger-Dynastie. Ja, richtig. Ja? Also Fleischer heißt in dem Fall, du hast nicht geschlachtet, genau, sondern nur die schönen Sachen. Das Metzger ist wieder auch das Ganzheitliche. Bei uns war das immer so, dass die Top-Verwaltung war und da war ich eigentlich auch ganz froh drüber. Und wie kommst du dann zum Fitness? Moment, wir müssen ganz kurz noch auf unser Fleischstück eingehen, ist auch was Besonderes. Schaut ein bisschen aus wie der Bodensee, muss ich sagen, oder? So ganz, ganz im Groben. Also wir haben hier ein Nierenzapfenstück oder ein Anglais, wie es die Franzosen nennen, die das schon lange verarbeiten. Oder seit die Grillwelle über uns rollt, gibt es das natürlich ganz, ganz viel unter dem Namen Hanging Tender. Die Grillfans, die werden wissen, um was es geht. Das ist ein wunderbares Stück Fleisch, heißt deshalb Nierenzapfen auch, weil es in der Region der Niere liegt, ja, auf dem Zwerchfell. Hat deshalb auch einen sehr aromatischen Geschmack, einen sehr starken Geschmack und ist einfach butterzart. Also ist fast besser als Filet. Ja. Super marmoriert. Ja, und das hat einfach hier diese Geschichte, also so Zapfenform einfach. Und in der Mitte ist die Sehne. Und die müssen wir rausschneiden. Und dann können wir das andere wunderbar schön rosa, also eher mehr ins Englische gehend als ins Medium gehend braten und das dann mit dem Quinoa. Dann haben wir ein bisschen wilden Brokkoli dazu, den wir einfach ein bisschen anbraten bloß, ja, gar nicht groß garen und das wird ein richtiges Low-Carb-Festival hier. Aber jetzt die Frage, wie kommst du zum Fitness oder so? Fitness war schon immer mein Ding, das haben meine Eltern auch immer unterstützt, die haben mich da auch gefordert von dem her, haben allerdings gesagt, dass ich immer einen anständigen Beruf lernen soll und somit kam ich dann auch zu der Metzgerlehre, Fleischerlehre. Ja, das schadet die Eltern. Ja. Musste da auch noch meinen Meister machen und dann haben sie mich in Ruhe lassen, dann durfte ich mir eigentlich den Traum erfüllen, dass ich ja begleitend schon immer gemacht habe und bin dann hergegangen und habe mich dann auch selbstständig gemacht im Fitnessbereich und habe da auch schon ganz gut Erfolge erzielt und auf Fuß gefasst. Was das anbelangt, bin ich da nicht so. Also was heißt, also Fitness ist quasi der Oberbegriff, oder? Der Überbegriff. Ja, und also das beinhaltet natürlich viel mehr. Du hast natürlich auch, was jetzt mein Klientel anbelangt, vom Personal Training her, wo einfach Kunden sich mir anvertrauen, um fit zu werden, um Disbalance zu bekämpfen, um einfach ein neues Lebensgefühl wieder zu kriegen, abzunehmen. Dann den Reha-Training, das sind meistens Leute, die entweder prophylaktisch zu mir kommen oder dann auch schon nach einer Verletzung, Kreuzbandriss, lauter solche Dinge, wo ich die auch wieder einfach wieder ins Leben zurückhole, dass die einfach wieder richtig gute Körperspannung kriegen. Das ist das. Dann ist natürlich das Fitness allgemein. Ich gebe auch noch Kurse. Die Sehne kommt bei dir? Die kannst du noch mit rein, du, genau. Gut. Die nehme ich nachher hier fürs Dings. So, beides. Ja, gibt Fitnesskurse, also da musst du schon relativ breit aufgestellt sein. Aber auch Ernährung natürlich, ganz wichtiges Thema. Ja. Ernährung sind 70%, das vergessen immer viele. Was mir auch auffällt, jetzt nochmal zum Fitness zurückzukommen,
dass einfach die Fitnessstudios, alles was mit Bewegung zu tun hat, ob das jetzt die eine Form ist, wie es da vorne gemacht wird, wie heißt man das, ich weiß gar nicht, wo man so Manschetten und so Zeug ankriegt. Das mache ich übrigens auch. Ja, also und das ist schon gut, also ist kein Gag. Das ist kein Gag. Wichtig ist, dass Computer, man sich bewegt. Computer unterstützt nee, das Training. Das ist eine tiefe Muskulatur, wo okay. da einfach angesprochen wird. Das geht über den Strom. Du kannst das schon mal würzen. Ja. Einfach Salz, nicht Salz, groben Pfeffer. Und da haben wir natürlich mein Lieblingsgewürz, das ja wieder jeder kennt, ja, aber das auch da wieder hervorragend dazu passt. Wenn wir das jetzt grob würzen, mit grob gemahlenem, dass es dann röstet und nicht verbrennt. Grillplatte haben wir schon angeheizt. Ja. Und es wird jetzt dann ganz, ganz scharf angebraten. Ja. Und dann kommt es in den Ofen rein zum Ruhen. Und dann, wenn der Quinoa fertig ist, dann ist das Fleisch auch soweit. Nochmal ganz kurz drauf auf die ganz heiße Platte. Ja. Ist ein Hochgenuss. Man kann das natürlich sogar als Carpaccio essen. Das ist sensationell, also besser als jede Hüfte oder Filet auf jeden Fall, weil es richtig, richtig Geschmack hat. Ja. Übers Fett? Ja, klar, auch. Sicher. Und dadurch, das dass, wir gesagt haben, dass es halt in einer Region liegt, wo es einfach mehr Aroma kriegt. Ja, ganz das Problem klar. ist, dass viele Leute immer meinen, Fett macht Fett. Nee, was macht Fett? Zucker. Zucker. Nur der Zucker macht Fett. Fett weil sind Zucker die Geschmacksstoffe. Wenn Zucker sich in Kohlenhydrate umwandelt, wenn du zu viel hast, dann Zucker sind Kohlenhydrate. Genau. Das gibt das Polster. Meistens ist man dann so, dass sie viele kasteien und dann hergehen und eigentlich gar nichts essen über den Tag. Und dann abends kriegen sie dann wirklich diesen Heißhunger. Mhm. Und dann macht die dann automatisch was an, was eigentlich zuckerhaltig ist. Mhm. Will dann schießt der Blutzuckerspiegel in die Höhe. Genau. Und dann schläfst du natürlich unruhig, ja. weil du abends natürlich sowieso keine Kohlenhydrate zu dir nehmen sollst. Also, und das trägst du den nächsten Tag, genau. trägst du das genauso wieder mit. Fleisch anbraten jetzt mal. Wie gesagt, einfach drauflegen. Ja, einfach drauflegen und liegen lassen. Es wird ein bisschen dampfen, aber das muss jetzt richtig heiß angebraten werden. Das ist ganz wichtig, dass es schnell eine Kruste bildet und dass der Saft drin bleibt. Aber auch wieder hier, stark marmoriertes Fleisch ist eigentlich die Gefahr, sehr gering, dass es ausläuft, weil das intramuskulär verarbeitet wurde, das Fett, und einfach drin bleibt. Ja? Der Saft vor allem, ja? durchs Fett. Ganz klar. Und das lassen wir einfach liegen, bis es sich selber löst, bis es eine Kruste hat, drehen es um, tun es einfach an allen Seiten anbraten, auf dem Gitter, bei 100 Grad, Ober- und Unterhitze in den Ofen und lassen es ein bisschen ruhen. In der Zwischenzeit machen wir den Quinoa und du kannst mir mal erzählen, wo der Fitnesstrend hingeht. Wir haben mal auf der Homepage von eurem Fitnessclub mal ein bisschen geguckt. Ja? Okay. So Trampolin ist momentan so der Trend. Jumping ist das Neueste. Allerdings ist es eigentlich so, dass der Fitnesstrend mehr dazu geht, dass du wieder so back to the roots gehst. Also mit dem eigenen Körpergewicht Paleo, arbeitest. Paleo eigentlich, oder? Paleo, genau. Das sind auch immer so Schlagwörter. Was wir auch machen, ist zum Beispiel, das nennt sich Grit. Und das ist ein recht intensives Training. Das geht eine halbe Stunde und das wird einfach durch dein eigenes Körpergewicht beziehungsweise auch mit Handeln unterstützt. Und das ist das härteste Training, wo wir anbieten, aber das ist auch das Figurveränderte. Also findet das jetzt auf dem Boden statt? Oder? Das findet unter anderem auf dem Boden statt. Das ist so, dass du, ich will mal sagen, nach 5 Minuten bist du eigentlich schon im Licht sehr nahe. Und da geht das Training dann los. Was auch nötig ist, jetzt kannst du gleich mal umdrehen. Okay, also das ist die. Was sind da so typische Übungen für die Art von Training? Ja, das ist immer so. Die nennen sich dann Burpees oder Lunges. Okay. Liegestützen dabei. Also alles deutsche Trainingseinheiten. Ja. Also das ist immer, natürlich kommt alles aus dem englischsprachigen Sektor, was zumindest die Namen anbelangt. Ansonsten ist das ein tolles Training. Wird nicht für jeden geeignet sein, aber der, wo ein bisschen was drauf hat, hat da natürlich eine extreme Figurveränderung in einer ganz, ganz kurzen Zeit. Okay. Ja. Aber, jetzt sind wir wieder beim Thema, die Ernährung muss natürlich zustimmen. Ja, aber wir machen den Quinoa, das Gemüse ein bisschen angeschützt, ein bisschen gesalzen, dass es Saft zieht, dass es ein bisschen schmort im eigenen Saft und weich wird, weil das braucht es dann immer so lang. Quinoa vorher immer waschen kurz durch, dann gehen Verunreinigungen raus und ein bisschen, wird es halt ein bisschen abgewaschen. Dann kommt es rein und ungefähr, sag jetzt mal, die doppelte Menge an Flüssigkeit. Man kann das Quinoa natürlich auch gepoppt kaufen und kann es über Müsli geben oder auch mal was damit einrollen oder so. Quinoa ist natürlich ganz toll und das ist ein super toller Reiserstart von dem her. Ja, und es schmeckt einfach. Ja? Also gerade, es gibt ja das Rote und das Weiße. Genau. Ja, und ich persönlich bin ein Fan von dem Roten. Weil das schmeckt so nussig, es schmeckt so toll. Du brauchst überhaupt nicht viel dazu und ja, klasse.
Also mache ich das ganz gern. Und es ist halt nur gesund, ja. Ja, das passt. Ganz kleines bisschen Salz nun ein. Dann lassen wir es einmal aufkochen, tun den Deckel drauf und lassen es auf ganz kleiner Stufe mehr quellen als, okay. Als kochen. Ja. Wie lange lässt das quellen immer? Oh, das wird, ich denke mal, so eine ja, 20 Minuten oder so. Okay. Denke ich mal, dass es passt. Genau, dann muss das Fleisch schön auf alle Seiten anbraten. Genau, das kannst du machen. Ich bin ja der Experte. Und dann gibt es richtig, richtig gute Sachen. Wie gesagt, dann machen wir noch einen wilden Brokkoli dazu. Ja. Perfekt. Königsgemüse. Ja, super schön. Ein paar gute Zwiebel, Roßkopfzwiebel aus der Bretagne. Richtig schöne, süßliche, leckere Zwiebel, die ganz lang auch gut bleibt, sage ich jetzt mal. Ja. Also die kackelt so schnell ab wie eine normale Zwiebel, bleibt schön lang fest auch. Ganz toll. Der Hit ist ja bei dem Ganzen, das geht ja relativ einfach. Das heißt, klar. Das kann jeder nachkochen. Eigentlich schon, ja. Und man hat wirklich was Nährwertiges. Ja, super nährwertig. Ja. Also gibst du auch jetzt nur Ernährungstipps oder bist du auch Ernährungsberater? Muss natürlich Ernährungstipps und Berater sein, natürlich, klar. Also bist du zertifiziert in dem Fall? Ja, natürlich. Siehst du, das umfasst mehrere Dinge. Also Ernährung, wie gesagt, sind 70%. Du kannst so gut trainieren, wie du willst. Wenn du danach natürlich bloß Zucker zu dir nimmst, wird dann relativ wenig passieren. Ja. Außer, dass du dich immer schlapp, müde fühlst, immer wieder aufs Neue. Und wieso boomt jetzt dieser Personal-Training-Bereich eigentlich so? Haben wir vorhin mal kurz drüber gesprochen und sagst, es kommt immer mehr. Ja, viele Menschen haben halt entdeckt, dass sie mehr wollen als das von der Stange. Mhm. Und du kannst natürlich in dem Personal-Training explizit auf den Ei gehen. Das ist ein Spektrum, wo sich dann verjüngt in die Mitte rein, wenn einer bei mir zur Tür reinkommt, weiß ich schon, was ich mit dem zu trainieren habe. Okay. Ja. Also sehr ich sagen, an der Körperhaltung am Gang, ist einfach, wo ich zuerst mal die Disbalance rausholen muss. Und was es mehr kostet, holst du an Effizienz wieder rein, weil du ja ganz gezielt auf deine Bedürfnisse eingehst. Und der geht natürlich raus und hat natürlich sein persönliches Training gehabt. Ja. Geht glücklich nach Hause. Jedem geholfen, ja. Ja, klar. Super. Also man könnte es jetzt natürlich mit dem Temperaturfühler machen, auf so 54 Grad bringen ungefähr. Okay. Aber das brauchen wir nicht. Ober-Unterhitze, also stille Hitze ist immer mein Favorit, wenn das geht. Okay. Und 100 Grad ist eigentlich perfekt. Und jetzt lassen wir das ungefähr, ich würde jetzt einfach mal sagen, so 20 Minuten drin. Ganz schonend, dann lassen wir es ein kleines bisschen ruhen und dann nochmal richtig auf den heißen. Dann gibst du nochmal Gas. Dann aufschneiden, ein bisschen grobes Salz drauf. Ja. In der Zwischenzeit machen wir unseren Brokkoli und so. Ist einfach klasse. Und du hast vorher mal gesagt, dass dein Favorite eigentlich so ein Steak-Sandwich ist. Ja, genau. Hast du vorher so davon geschwärmt. Ja. Und das können wir mit dem natürlich auch super natürlich, machen. Natürlich, klar. Ja. Man könnte es auch hergehen und könnte ein bisschen von dem Quinoa sogar ein bisschen mitverarbeiten und unten rein. Ja. Und dann schön Steak drauf und ein bisschen Salat, ein bisschen Tomaten. Und du hast einfach Geschmack pur. Ja, ich denke, dass wenn du damit mal anfängst und dich damit beschäftigst, das ist so wie mit allem, dann kommst du auch auf Ideen und dann bist du natürlich auch da wirklich innovativ. Ja, und es boomt ja auch. Also auch diese Ernährung, Low Carb und was es alles gibt. Ja. Klar, da gibt es natürlich viel. Wir trinken heute mal natürlich keine Alkoholika. Der Dr. Peter hat es so verschrieben. Nee, ein gutes Glas Rotwein. Absolut nichts dagegen. Ja? Also das ist nicht so, dass da sich irgendjemand in dem Sinn kasteien muss, dass er jetzt auf alles verzichtet, weil das klappt dann sowieso nicht. Mhm. Es gibt da so ein Ding, also auch wenn wir Ernährungspläne schreiben, ist es so, dass du natürlich, da hast du immer einen Off-Day, einen Cheat-Day. Das heißt, du ernährst die 5 bis 6 Tage wirklich nach dem, was ich sage, dass du einfach hergehst und die Kohlenhydrate rauslässt, größtenteils, je nachdem, was du natürlich für einen Sport treibst. Super spannendes Thema. Ja? Wir wässern uns jetzt ein bisschen, gehen kurz in die Werbung und danach werden Sie mehr darüber erfahren. Tschüss. So, da sind wir wieder. Und unser Fleisch ist auch schon so weit gediehen. Also wir haben das jetzt einfach noch ein bisschen ruhen lassen, den Ofen schon mal aufgemacht. Es ist ganz, ganz weich,
Also nicht täuschen lassen, es gehört so, weil es ist natürlich viel Fett durchwachsen und darum ist es einfach weicher, als wenn jetzt weniger Fett drin wäre, würde es ein bisschen mehr federn. Das lassen wir jetzt auch ganz bewusst nochmal hier draußen stehen, dass es ein bisschen runterkühlen kann. Und nachher kommt es wieder nochmal ganz kurz auf die knallheiße Platte und dann werden wir es anrichten. In der Zwischenzeit macht der Peter schon mal Petersilien-Bodybuilding sozusagen. Die richtig wichtigen Aufgaben. Die richtig wichtigen Aufgaben. Wird immer unterschätzt. Genau. Ja. Man denkt immer, die Petersilie ist nur zweiter. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Also wir brauchen jetzt noch ein bisschen wilden Brokkoli, ein paar schöne Zwiebeln dazu, um das Aroma ein bisschen einzufangen und zu verstärken. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal Kokosöl. Gut. Super. War der Helmut ja bei uns in der Sendung, in einer der letzten Sendungen. Und richtig klasse. Also was das Öl kann, ist auch toll. Und du kannst gut frittieren. Und es ist wirklich made in Ravensburg. Ja, ist echt gut. Da wo die ganze Kokospalme ausstehen. Ja, ja, genau. Also wenn man vorbeifährt, sieht man es immer, oder? Gleich im Einfahrt. Also ein paar Zwiebeln anschwitzen, das reicht. Da musst du gar nicht so grob schneiden. Ja. Jetzt habe ich einen Lauf. Jetzt hast du einen Lauf, also bist du motiviert sozusagen. Ja. Schneide die Petersilie. Aber jetzt mal die Frage, ich meine, was machst du jetzt, wenn du mal nicht so motiviert bist? Ich meine, kann mir vorstellen, es ist trotz all dem Spaß doch eine recht anstrengende Sache. Und du musst ja nicht nur einen Kurs pro Tag machen, sondern hast ja wirklich sehr, sehr vielfältige Aufgaben dazu bewältigen. Und man ist ja auch wirklich jeden Tag. Ja, wobei das immer eine Einstellungssache ist. Ja? Das ist wie bei dir, wo du einfach jetzt beim Kochen sagst, du malst ja wie ein Bild, wo du nachher essen kannst. Ja, ja klar. Das, wie wächst wer was und da freust du dich drauf. Und das ist bei meinen Kunden genauso. Ja? Die kommen dann rein und da bin ich auch so ein Dienstleister, wo einfach dann halt, denen ich das vermitteln muss, dass die alles das toll machen. Und die werden dann selber belohnt, je mehr sie sich anstrengen, mit ihrer eigenen Endorphine-Dose da ausschütten. Und das ist dann die Motivation fürs nächste Mal. Danach hassen sie mich kurz, aber bis zum nächsten Mal fällt es ihnen wieder. Das ist immer so eine Hassliebe. So, da machen wir es auch. Haben ein bisschen gesalzen, zieht auch das Wasser raus, also schmort dann quasi im eigenen Saft. Ja? Deckel passt zwar nicht ganz, aber wir können das so drauf machen. Quinoa. Ist jetzt schon wunderbar, du siehst, es kommen auch so leichte, so weiße Spitzen, das heißt, die platzt jetzt ein bisschen auf. Ja? Und jetzt ist sie eigentlich gar, hat aber trotzdem nur ein Biss. Ja? Und wir haben noch ein bisschen Feuchtigkeit drin, das heißt, wir können jetzt ausnahmsweise, was heißt ausnahmsweise, ein gutes Stück Butter ist immer drin. Ja? Butter, ein kleines, das Problem ist ja nicht das Fett. Ja? Viele denken immer, Fett macht Fett. Und da einfach mein Tipp, ihr müsst immer ein bisschen gucken, dass der Zucker absolut draußen ist. Ja, wenn der hergeht und das ist ja meistens auf jedem Produkt steht es drin, wenn das erste Zutat ein Zucker ist, dann ist das schon mal schlecht. Dann sollte man 2 Drittel Eiweiß haben und ein Drittel kann man so aus Kohlenhydrate drin haben, aber der Hauptpunkt ist wirklich gesagt, das Eiweiß. Ja. Ja. Und wenn wir es natürlich so machen wie hier, ist perfekt. Ja. Ja, du hast ehrlich, Nahrung im Körper, wo länger anhält, wo nicht so, ich sage, ein Zucker ist immer so, wie wenn du ein Blatt Papier verbrennst. Und das war mir immer mit dem Fleisch und so, das ist schon ein Stück Holz. Ja. Man muss den Körper ein bisschen schärfer, aber das gelingt ihm natürlich auch gut. Mhm. Nee, und du wirst dann auch sehen, wie das schmeckt. Also man muss es wirklich mal probieren. Es ist kein alternatives Zeug, sage ich jetzt mal, sondern es schmeckt wirklich gut. Und durch das, dass wir jetzt ein bisschen Gemüse genommen haben, hat es eigentlich schon eine ganz andere Substanz und gibt natürlich auch mehr Geschmack. Also ich gutes Gemüse nehmen, so ein schönes Demeter-Gemüse ist immer die beste Wahl, finde ich. Ja? Das ist so, halt passt. Ein bisschen umdenken. Genau, ein kleines Stück Butter haben wir reingeben, haben jetzt die restliche Flüssigkeit ein bisschen gebunden, also es ist richtig schön saftig. Du kannst die Petersilie noch da reintun und ich schmeiß dann schon mal das Fleisch auf die Grillplatte oder eben eine ganz heiße Pfanne, ja, einfach nochmal rein. Ja, tu das mal rein und den Rest können wir nachher übers Gemüse dann noch reinmachen. Ja. Das lasse ich mal oben, das rühre ich gerade unter, oder? Ja, genau, lass es gerade mal so. Also. Dann haben wir hier das Fleisch, das jetzt wie gesagt schön weich ist noch. Ja. Und das jetzt einfach nochmal richtig auf die heiße Platte, brauchen wir auch gar kein Fett mehr. Ja, das hat genug. Einfach nochmal rundum, nochmal richtig Dampf machen hier, ganz klar. Und dann können wir da auch schon anrichten. Und den können wir jetzt vielleicht noch ein kleines bisschen mit dem Wasser ablöschen, dass er nochmal ein bisschen dämpft kurz. Mein gutes Wasser. Dein gutes Wasser, ja, du hast da noch. Ja. Also nochmal, Alkohol und Fitness passt natürlich nicht zusammen. Ja. Aber es ist wie bei der Butter, das Fett, Alkohol ist nicht gleich Alkohol und in Maßen. Und in das Ganze alles eingebunden ist das völlig in Ordnung. Ja, wir haben ja vorher von dem Schummeltag geredet, da kann man sowas denn dann machen.
Wie gesagt, in Maßen, bei den meisten ist es halt so, dass es einen Fanatismus ausartet. Ja? Wenn das alles in Maßen ist und man wieder auf seinen Körper hört und dann einfach auch sagt, jetzt ist genug, warum nicht? Oh, schau dir das an. Also, das animiert doch schon, oder eigentlich? Ja? Und es schmeckt mindestens genauso gut, wie es aussieht. Und das ist doch schon mal klasse. Ein guter Anfang. So, ich glaube, das passt. Das kann ich aufs Gitter tun. Ja, genau. Du hast das jetzt nochmal richtig. Ein bisschen warm noch mit weg. Ja, wie gesagt, ich lasse das Fleisch dann immer nochmal richtig, also fast auf Raumtemperatur runterkühlen. Ja? Dann entspannt sich das auch wahnsinnig gut. Und dann nochmal ganz heiß drauf. Und dann wird es nochmal angebraten, aber ohne dass es wieder zäh wird. Ja? Oder dass sich die Säfte wieder in die Mitte zurückziehen. Und dann hast du einfach perfekte Geschichte. Ja? Super. Also, muss man gerade rüberbringen und dann haben wir hier unseren Brokkoli. Noch ein bisschen. Steht man hier hin. Genau, ja. Also Petersilie. Genau. Also, und dann. Das kannst du gern du übernehmen. Du bist ja auch der Fachmann eigentlich, ja? Gegen die Faser schneiden natürlich. Ja? Und das, ja, du wirst schon merken, das schneidet sich schon wie Butter. Das ist der Oberhammer. Das Fleisch ist genial. Und es riecht auch schön durch die Röststoffe und durch das, dass wir halt ein Fett haben, gibt es natürlich einen Wahnsinnsgeschmack. Ja? Dann ein paar Scheiben drauf. Du nimmst natürlich die große Portion, ist klar. Du brauchst das. Sind ein paar Scheiben. Hast du heute noch Training? Ja, natürlich. Mehrere sogar. Ja, also es ist so, dass. Wie gesagt, zwei Drittel Fleisch ist klasse, weil das sehr viel Eiweiß natürlich hat, gerade bei diesen Stücken. Und wenn man sich das ein bisschen einprägt, das ist gut, das hält über den Tag. Und da hat man wirklich eine klasse Geschichte. Den machen wir gerade so drauf. Bisschen. Toll, richtig, richtig gut. Und was wären denn jetzt auch, wenn wir sagen Low Carb, heißt ja nur Low Carb, also kein kompletter Verzicht. Was wären denn jetzt gute Kohlenhydrate, sage ich jetzt einmal? Gute Kohlenhydrate sind immer das, die nichts mit Zucker, mit Einfachzucker zu tun haben. Mhm. Also Mehrfachzucker, Haferflocken zum Beispiel sind gute Kohlenhydrate. Mhm. Ja, Fleisch sind gute Kohlenhydrate. Mhm. Das Quinoa sind gute Kohlenhydrate. Eben. Da kann man sich auch im Internet kann man sich da ganz gut informieren. Also da baust du halt alles drauf, du machst ein paar Scheiben, sonst ich brauche heute noch nicht so viel. Ich kann das schön anrichten. Dann mache ich noch ein bisschen links drauf, genau, ein bisschen auseinander. Wow, das ist genial. Und es sieht sehr roh aus, ja, ist aber wirklich perfekt. Also es muss wirklich so sein, sonst schmeckt es einfach. Das Rindfleisch sollte auch immer so. Also sonst schmeckt es einfach nicht. Jetzt ein bisschen hochwertiges Salz auch drauf, Fleur de Sel. Also die Salzblume ist so das Beste, was es gibt. Ist wie der Rahmen des Meeres, sag ich mal. Wie die Sahne abgeschöpft wird, halt die Salzblume abgeschöpft. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Leinöl, frisch gepresst. Ja, auch von unserem Freund Helmut hat uns da gelassen. Super, das ist wirklich genial und es schmeckt auch toll. Leinöl dient natürlich sehr gut zur Verdauung wieder. Ja, sorry. Wir sehen, das ist der Hammer. So, stoßen wir nochmal an. Ich glaube, das war da eins. Da, wo der Lippenstift dran ist. Wasser, 3 Liter pro Tag. Ja klar, aber du musst ja wirklich manchmal auch zwingen. Ja? Ja, das ist am Anfang schwierig. Wenn du hergehst, 3 Liter am Wasser tragst, bist du mehr auf der Toilette, weil das ist schwierig. Ja, wenn du eine Pflanze nicht ist, da läuft das Wasser zuerst mal weg. Aber sobald du da natürlich. Also Fitness auf dem Teller. Ja. Gleich im Magen. Dann wünsche ich dir guten Appetit. Vielen Dank. Bin echt gespannt jetzt. Hat noch ein bisschen Biss und halt einfach Geschmack. Herrlich. Bin ich gespannt auf die Quinoa. Toll. Ich finde das so ein geniales. Ist gut, auch mit der Verbindung mit dem Gemüse, mit dem frischen. Auch der Brokkoli hat ganz durchkocht, sondern wirklich nur mit Biss. Genau. Hat auch im eigenen Saft geschmort. Also habe ich die Low-Carb-Prüfung bestanden, oder? Das hast du sehr gut bestanden. Und das kann man auch durchaus auch noch kalt essen. Ja? Ja, klar. Und das ist ganz wichtig, dass man sich da mal das ist jetzt auch in Verbindung auf ein Sandwich zum Beispiel drauf. Ist perfekt, oder? Man kann da auch noch einen Salat dazu machen, wenn man vom Fleisch übrig hat, das noch rein. Also da sind wirklich dem Ding keine Grenzen gesetzt. Ja, schön. Einmal kochen. Also waren wir wieder erfolgreich, haben richtig gut gekocht. Sehr viel gelernt über Ernährung und Fitness. Ja? Wissen, wo der Trend hingeht. Was will man mehr? Wir sehen uns beim nächsten Mal mit einem ganz tollen Gast.